Zeichen, Trigger, Cyberpunk, meine Fantasie macht klar. O Meister, der mich rief herbei, ich halte mich an meinen Schwur. Der Wünsche habt ihr derer drei. Hallo Leute, ich heiße euch willkommen in meinem wunderschönen japanischen Zuhause. Ich habe mir es hier gemütlich gemacht auf einem wunderschönen Sessel. Ja, ihr seht, dass ich hier gechillt sitze und mir drei Wünsche wünschen durfte. Und ja, das ist einmal, dass ich dieses hier ausgeführt habe, und zwar drei Bildschirme, die ich vor mir einblenden lasse. Ich mache das Ganze mit einem VR-Headset. Sowas geht mit VR-Headsets. Und die sind mittlerweile auch super günstig. Ich werde euch auch am Ende des Videos sagen, was sowas kostet und was für Geräte da meine Empfehlungen sind. Und da ist für jeden was dabei. Wirklich für jeden. Also da müsst ihr euch keine Sorge machen. Und ihr werdet sehen, was für tolle Vorteile ihr habt. Wisst ihr, ich habe eine Sache bei diesem Thema entdeckt, der auch kulturell wertvoll ist. Und das hat mich persönlich sehr begeistert, dass viele, viele Künstler, Künstlerinnen oder auch entsprechende, ja, Dokumentargestalter dieses Thema VR aufgreifen und einen die Welt kulturell näher bringen. Heute schauen wir uns zu Beginn diese drei Künstlerinnen an. Ich hatte die absolut crazy Idee: Gibt es eigentlich japanische Bauchtänzerinnen und dann auch noch in 360 Grad VR? Das ist natürlich eine große Herausforderung, sowas zu finden. Ihr seht, sowas gibt's einfach, ne? Man würde ja alles erwarten, Geishas etc., aber nein, das sind Bauchtänzerinnen, und wir schauen uns diese Performance einmal an, und darauf folgend gucken wir uns zusammen eine Premiere an, die wirklich extrem spannend ist, denn bei dieser Premiere kann ich sehr gut beurteilen, ob das ja, realitätsnah ist oder nicht realitätsnah. Und dann werden wir im weiteren Verlauf uns ja anschauen, was diese drei Fenster denn so Schönes beinhalten und auch möglich machen. Zum einen steuere ich alles mit meinen Händen, wie ihr seht, ne? Und kann da alles wunderschön bedienen mit diesem Gerät. Und wir vergrößern einmal das Bild. Und wenn wir das gemacht haben, stellen wir die bestmöglichste Qualität ein. In dem Fall ist das diese hier. Da wir hier ein 360-Grad-Video haben, werden wir das auch gleich ändern. Lassen wir mal die Damen sich vorstellen erstmal und schauen uns das Ganze an. Hi, we are Charu Jami. I'm Sasha. Hallo. 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 Oh, da freue ich mich aber schon. So, jetzt wechseln wir mal in 360 Grad. So, und wie geil ist das denn, Leute? Ja, ihr seid jetzt hier vor den Damen und könnt euch jetzt diese Performance anschauen. Ich lasse mal hier meine Hände oben, nicht, dass ich falsche Eindrücke aufbekomme. ich kenne mich übrigens sehr gut mit Bauchtanz aus. Nicht, weil ich selber einen Bauch mit mir den ganzen Tag rumtrage, sondern ich war mal in Marokko und habe mir das live angeschaut und kann sehr gut beurteilen mit meinem Technik-Checker-Blick, ob das Ganze authentisch ist und ob die Damen das auch sehr gut machen. Denn man würde ja nicht erwarten, dass sie Japanerinnen Bauchtanzen. Und die sehen aber auch verdammt gut aus, die Damen. Das sind ja Kunstwerke. Also. Da denkt man, die sind aus dem Labor oder so, ne? So gut wie die aussehen. Schaut euch das doch mal an. Unfassbar. Auch die Performance ist sehr schön. Sehr schön. Ja, sehr schöne Hüftbewegung. Der Schwung ist super. Das ist ein echt extrem schwer, sich zu konzentrieren, muss ich echt sagen. Guckt euch mal diesen Schwung an. Eieiei, hallo. Yes, yes, na. Wir werden uns noch anderes anschauen, Leute, aber
Ich wollte euch einfach mal sagen, wie beeindruckend und kulturell wertvoll sowas ist. Ne? Also ich finde das wirklich wunderschön, wunderbar, mal komplett einen Abend ausklingen zu lassen, in das Wochenende zu starten und sich solche wunderschönen, grazilen Damen anzuschauen, die ja eine vollkommen neue Interpretation des Ganzen an den Tag legen und die Kulturen verschmelzen lassen und mit Spaß an der Sache sind und zu beeindrucken wissen. Und ja, wunderprächtig, muss ich echt sagen. Da weiß man ja gar nicht, in welche Richtung man als erstes gucken sollte. Und da fällt es auch einem wirklich schwer, den Blick abzuwenden. Wow. Wow. Yeah. Super macht ihr das. Aber sagt doch mal ehrlich, das sind doch hübsch, die Mädels. Da muss man ja wirklich an Geschmacksverkalkung leiden, wenn einem sowas nicht gefällt. Ja. Wahnsinn. Die Kleider sind auch sehr schön, ne? Mit diesen Pailletten und alles, ne? Und diesen schönen Verzierungen und alles, ne? Und dann diesen unterschiedlichen Farben. Die erinnern mich ein bisschen so an den Power Rangers. Ne? Das ist nur die Power Rangers Habibi-Version. Super, danke schön. Sind sie nicht herzallerliebst? Guck mal, wie sie lächeln, ey. Sie sind einfach vor dir, 360 Grad gerade. Applaus. Danke schön für diese Performance. Das hat sich ja richtig gelohnt hier. So, pass auf. Es gibt einen Kanal. Es gibt, ja, ich wissen, wer ihr seid. Es gibt einen Kanal. Und auch mehrere übrigens, nicht nur einer, der sich damit befasst, euch Länder näher zu bringen. Und das ist richtig gut, Leute. Das ist wirklich gut. Ihr müsst das sehen, denn es ist auch optisch unfassbar ansprechend in der Auflösung her. Und es gibt auch andere. Das ist nur einer, den ich entdeckt habe. Und ich habe da unten mir ein paar Sachen angeschaut, aber wir schauen uns jetzt ein ganz besonderes Video gemeinsam an. Und zwar ein 16K-Video. Ich war mal in Indien beim Taj Mahal und kann sehr, sehr gut beurteilen, wie realitätsgetreu ja das Ganze hier ist und ob man sich mittendrin fühlt bei dem ganzen Thema oder ob es einfach distanziert ist und naja, nicht so toll ist und auch auflösungstechnisch nicht so beeindruckend weiß. Das werden wir ergründen. Wir werden die höchste mögliche Auflösung auswählen. Wir werden in 360 Grad wechseln und werden uns das Ganze jetzt mal anschauen. So, das hat auch einen dokumentarischen Ansatz anscheinend. Der Aufnahmemann hat da hier das Ganze aufgenommen und erzählt euch auch über dieses ganze Bauwerk etc. Als ich damals vor Ort gewesen bin, ja, kann ich wirklich sagen, dass es genau so aussah. Ich sehe dieses Gebäude wirklich in dieser Größenordnung. Ich habe ein ganz tolles Gefühl von der Größenordnung. Und wow, guck mal, ihr nehmt jetzt die Perspektive nimmst du da nicht ein, wenn du vor Ort bist. Das sage ich euch klipp und klar. Vor Ort kannst du diese Perspektive gar nicht einnehmen, da das wahrscheinlich mit einer Drohne hier aufgezeichnet worden ist. Und ich hatte damals mein Drohnenhobby übrigens aufgegeben, weil die Auflagen einfach viel zu hoch waren, das Ganze zu kompliziert war, ein Zoll und dieses Palaver jedes Mal, eingezogene Drohnen, dann holst du sie nach dem Urlaub wieder ab. Und so ein Quatsch braucht kein Mensch und deswegen habe ich es sein lassen. Und ja, umso mehr freue ich mich, dass es anscheinend Möglichkeiten gibt, trotzdem diese Perspektiven noch einzunehmen, dank solcher Aufnahmen, die in 360 Grad sind und ich hier komplett um mich herum schauen kann, ja, und mir ein komplettes Szenario auch der Umgebung betrachten kann und das Touch mal halt ganz neu wahrnehme.
im Gegensatz zu früher, ne, wo ich dann da vor Ort war und ich diese Perspektive eingenommen habe, die auch sehr beeindruckend ist. Drin ist das Mausoleum, wo ihr auch wirklich einen enormen Hall auch habt. Und wenn ihr da was sagt, dann hallt das da, keine Ahnung, 5-mal nach oder so, ne? Das hat mich schon sehr beeindruckt, das hat mir auch wirklich sehr gut gefallen. Und das jetzt hier aus dieser Perspektive wahrzunehmen, nochmal mit den Menschen, die da jetzt sind, ne, ist schon eine tolle Sache. Und ja, ich war damals zum Glück, muss ich sagen, da vor Ort, wo nicht so viele Leute im Verhältnis da waren. Denn es war sehr warm, es war die heißeste Jahreszeit und da haben die Touristen nicht so viel Lust, dahin zu gehen. Und ja, wow, guck mal, das ist ein Thronshot. Das ist ein Thronshot von der ganzen Umgebung. Ne? Das ist ja krass. Das ist krass. Jetzt auch mal so wie so ein Vogel wahrzunehmen und hier zu fliegen. Und ja, dieser Marmorboden. Übrigens, die Leute, die haben diese Stütze an, damit sie nichts dreckig machen und kaputt machen. Ne? Das ist ja unter Denkmalschutz, dieses ganze Bauwerk hier, das Taj Mahal. Und ja, wunderschön. Ihr bekommt hier wirklich einen wunderschönen Blick und müsst nicht durch die halbe Welt reisen. Oder ihr bekommt einen sehr guten Voreindruck von dem Ganzen, wenn ihr euch für das Thema interessiert. Hier ist übrigens das Mausoleum von innen. Du kommst dann da rein von der Seite und laufst dann drumherum. Ne, da sind überall Aufpasser, die schauen, dass du da auch anständig bleibst und nichts kaputt machst. Ne? Sehr wichtig. Und ja, ihr seht ja mal in der Hauptsaison, was da für Menschen machst. Die sind sehr verrückt. Das hatte ich zum Glück nicht gehabt. Da bin ich echt froh drum damals. Indien hat so viele wunderschöne, sehenswerte Bauwerke. Das sind auch schöne Fotolocations und Spots. Ne? Wenn ihr auch die indische Küche mögt, ne? Oder auch vegetarisches Essen gern. Die haben auch Fleisch, da gibt es alles in Indien, dann ist das wirklich ein sehr, sehr schönes Land zu bereisen und auch eine große Erfahrung letzten Endes. Ne? Ein voller Kontrast zu dem, was wir hier in der westlichen Welt so kennen. Genau. So, das soll es mal mit diesem Thema gewesen sein. Ich hoffe, ich konnte euch im Zusammenhang schon mal zeigen, dass ihr hier auch ganz normale YouTube-Videos euch anschauen könnt, alles bequem mit eurer Hand steuern könnt. Ihr könnt in ja, immersive Erfahrungen eintauchen, ohne das Gefühl zu haben, dass euch schlecht wird. Ihr sitzt hier ganz entspannt, ohne irgendwelche Bewegungen, die da ausgeführt werden. Ihr müsst nicht mit so einem Gerät spielen. Ihr könnt auch ganz normal Videokonsum damit betreiben, kulturelle Erfahrungen machen, Dokumentarfilme anschauen, euer Wissen verbessern, euer Wissen steigern. Ihr könnt auch Schulungen dort vornehmen. Ne? Das gibt es ganz, ganz viele Anwendungsszenarien, die ihr dort habt, die euch nicht gezeigt werden, leider von den Herstellern dieser Geräte, aber die, wie gesagt, in diesem Fall auch eine Anwendung finden. Und es gibt mehr Inhalte, sage ich euch ganz ehrlich, als ihr mittlerweile schauen könnt. Nur dieser Kanal alleine zum Beispiel hat mittlerweile in seinem Portfolio 214 Videos. Also ihr werdet auf jeden Fall was damit zu tun haben, wenn ihr euch das alles anschauen wollt. Ihr seht jetzt zum Beispiel diese Fenster, die ich auch hier hin und her verschieben kann. Ich kann mir dann wieder die Hiobs-Nachrichten durchlesen, ne? Dass die Menschheit dem Untergang geweiht ist. Danke für die Information. Da erzählt ihr wieder was Neues hier. Na, und dann könnt ihr euch da wieder hier berieseln lassen. Eure Nachrichten bequem hier lesen und nachschauen. Und ihr erkennt hier wunderbar alles. Alles ist scharf. Ihr könnt das wunderbar zoomen, das Bild, auch wenn es euch zu klein ist. Ich zeige euch das mal als Beispiel. Wir nehmen jetzt diesen Bildschirm hier mit dem Finger. Ja, und ziehen diesen Tab hier zum Beispiel rüber wieder in die Mitte. Dann zoomen wir das Bild, weil wir wollen es ja größer haben. Ne? Gehen wir am Rand und ihr seht, wir haben jetzt hier ein größeres Bild und können unsere Nachrichten sehr gut lesen. Der Text ist sehr gut erkennbar. Ich möchte da jetzt nicht sagen, dass da irgendwas nicht erkennbar wäre, weil es nicht so ist. Also funktioniert wunderbar. Und ihr könnt auch wunderbar alles ja, anschauen.
Ihr werdet bei aller Liebe kein einziges Tablet auf dieser Welt haben, was diese Diagonale euch liefert, ne? Oder Laptop etc. Da müsst ihr realistisch bleiben, ne? Und ja, ihr könnt nebenbei auch dann surfen und Angebote euch anschauen, ne? Und alles mit diesem Fingerpinch hier auswählen zum Beispiel, ne? Und dann da rumscrollen und ja, das alles genießen und Spaß haben. Also abseits von Spielen werdet ihr mit so einem VR-Headset oder XA-Headset schon viel Spaß haben. Diese Geräte, haltet euch fest, beginnen mittlerweile schon bei sage und schreibe mit, wenn ihr sie gebraucht kauft, bei 200 Euro, wenn ihr sie neu kauft, sogar bei 300 Euro und gehen aufwärts bis 600 Euro, 700 Euro, je nach Angebotslage, je nach Ausstattungsausführung. Aber ihr könnt schon mit einem runden, angenehmen Betrag ab 500 Euro hier ein sehr wertiges Gerät genießen. Ihr findet es alles in der Videobeschreibung. Diese Geräte, die ich euch empfehle, auf jeden Fall im Zusammenhang mit einem autarken Betrieb. Ihr braucht kein Computer, ihr braucht absolut nichts. Ihr habt ein Gerät, ihr setzt euch das auf euren Kopf. Das ist auch mega bequem, wenn ihr das passende Kopfband noch dann benutzt. Da habe ich auch ein Video raus mal gebracht. Ich werde euch das Video dann hier im Anschluss des Videos dann weiter verlinken, dass ihr dann seht, was ihr da nutzen könnt. Und das ist ultra angenehm. Das Display hier, ja, fliegt über meinem Gesicht. Ihr müsst euch vorstellen, ich habe jetzt quasi ein Tablet vor meinem Gesicht schweben, nur halt in einer tausendmal besseren Qualität vom Feeling her in Sachen Größe und auch Funktionsvielfalt etc. Und das macht einfach Spaß und ihr seht, alles lässt sich wunderbar intuitiv bedienen. Zu Anfangs müsst ihr euch da ein bisschen reinfuchsen in das Thema. Aber es gibt so viele Videos mittlerweile, wo ihr euch da ja reinsteigern könnt und da Erfahrungen sammeln könnt und so weiter und so fort. Deswegen, ne, guckt euch das an, wenn ihr euch dafür interessiert. Es gibt sogar Erfahrungen, die ihr machen könnt bei Betreibern, die euch die Möglichkeit geben, sich das anzuschauen. Es gibt sogar Arcade-Betreiber, wo ihr vor Ort sogar VR-Headsets euch anschauen könnt. Ne? Nutzt die Gelegenheit, wenn ihr euch interessiert dafür. Und bei aller Liebe, Leute, wenn ihr schon bei 300 Euro euch so ein Gerät kauft, ihr habt in Deutschland übrigens als Information 2 Wochen Rückgaberecht. Wenn es nichts gewesen ist, dann schickt es zurück. Aber sammelt bitte diese Erfahrung mal selber und macht das ganz entspannt erstmal am Anfang und liest euch da rein in das Thema. Wenn ihr Fragen habt, stellt gerne Fragen unten in die Kommentare. Wenn ich da was euch beantworten kann, dann mache ich das auch und werde euch da unterstützen, wenn ihr Fragen habt. Ne? Aber verpasst nicht diese Gelegenheit, denn das ist wirklich eine der beeindruckendsten technischen Innovationen, die ihr die Tage euch anschauen könnt. Und sei es jetzt so eine Apple Vision Pro zum Beispiel, die bei dem Kanal New VR Tech vorgestellt wird. Die ist natürlich sehr teuer, das muss ich euch ganz ehrlich sagen. Das ist ein sehr teures Gerät, was für den Einstieg absolut utopisch ist. Ja, da müsst ihr nicht hin. Das sind 4.000 Euro, die müsst ihr nicht investieren. Ihr kriegt sowas schon, wie schon gesagt, bei den niedrigen Preisen. Und später, wenn ihr mehr wollt, wenn ihr hungrig seid oder wenn ihr in diesem Ökosystem seid, dann könnt ihr euch da reinsteigern. Aber ihr seht, sowas geht auch wunderbar und macht Spaß. Und macht euch nicht arm und dann habt ihr den Vorteil, ihr könnt dann die Sachen, die ihr euch angeschaut habt, selber bereisen vor Ort, ne? In dem Sinne wünsche ich euch einen schönen Tag oder schönen Abend.